Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Ultimate Quest Pack. Ja, wir sind wieder da. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke, wie immer. Ganz easy, die Basics, dass wir, und einen Redstone und so abfarmen können. Das ist ja so der Anfang. Wir könnten uns auch eine Wrench bauen, eine normale. Da brauchen wir, glaube ich, Bronze für, ne? Und dort nicht wenig. Wir kriegen aber nur 4 aus denen. Verdammt. Dann lassen wir das erstmal. Wir warten erstmal auf die Eisenspitzhacke und dann gehen wir mal... So, einmal eine Eisenspitzhacke und einmal eine normale Steinspitzhacke nochmal. Danke. Wir brauchen noch ein paar Fackeln, würde ich sagen. Machen wir uns nochmal ein paar. So. So und so. Dann haben wir 44, das sollte erstmal reichen. Eine Schaufel haben wir auch noch, dann gehen wir erstmal runter und gucken wir mal, dass wir auf Redstone-Höhe kommen. Höhe. Dass wir dann, unseren Survivalist-Generator dann mal angehen. Schon. Ne, mach mal so. Das können wir zubauen. Da war das Eisen. So. Geht eigentlich, wir sind ja schon auf Höhe 43. Direkt Zinn, auch gut. Nehmen wir direkt mit. So. Natürlich. Salz lassen wir mal. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Brauchen wir noch nicht. Da ist direkt Kohle noch. Das ist auch gut. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Brauchen wir auch für den Generator. Dann. Ich höre, wie gesagt, ich höre Lava hier in der Nähe. Ist eigentlich auch richtig cool. Das ist sogar ziemlich viel Kohle. Könnte auch so eine Doppelader sein. Kohle, ein bisschen Kohle für uns. Da ist auch noch Kohle. Sag ich, da ist eine Doppelader. Weil hier ist noch mehr. Aber nehmen wir doch gerne. Sollen wir uns beschweren? Nein. Natürlich nicht. Und da ist Ferris Ore. Nehmen wir auch direkt mit. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir finden. Für unseren Start. So, Ferris nehmen wir natürlich auch mit, wie gesagt. Und da ist halt nochmal Eisen, auch gut, auch drin mitnehmen. Alles einsacken. So, so. Aber wie gesagt, das Modpack gefällt mir jetzt schon. Da das im Prinzip fast so was ist wie normale Infinity oder so. Nur halt mit Quest, was ich richtig cool finde. So baut sich das alles aufeinander auf. Und das finde ich ja richtig schnieke. Schnieke ist das. Vor allem gibt es ja auch Mods drin oder Quests dann, die ich, wo mich bei Mods noch nicht so auskenne, wie zum Beispiel Witchery oder Blood Magic. Das sind so Sachen, da kenne ich mich noch nicht so wirklich mit aus. Und das ist auch schon mal schön. Dann lerne ich auch noch was. Weil ich habe damit ehrlich gesagt noch nie wirklich was mitgemacht mit Witchery und so. Oder auch Blood Magic. Obwohl die ja richtig geil sein sollen, auch die Mods. Aber das werden wir sehen. Ja? Ich finde das halt richtig knorke, auch mal selber wieder was zu lernen. Ein bisschen. So kann ich auch mal andere Mods, mit denen ich vielleicht auch mal irgendwann was machen möchte, auch mal. Wo bin ich denn hier? Habe ich mir jetzt selbst eingebaut? Oh. Ne, da. Ich wollte gerade sagen.
Ist nur mehr Kohle, ey. Krass. So. Jetzt habe ich keine Steine mehr, ärgerlich. Aber ich habe noch Diorit ein bisschen. Hä? Lass mich doch mal raus hier. Danke. Oh. Müssen wir gleich zubauen. Egal. So, bauen wir uns mal hier weiter runter. Machen wir schon mal eine Fackel hin. So, dann können wir hier wieder zumachen ein bisschen. So. So sieht das da gut aus. So, dann wieder weiter runter. So. Noch mehr Eisen, sehr gut. Sehr, sehr geil. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Eine Menge. So, dann bauen wir das, das, das alles ab. So. Jetzt haben wir keine Steine mehr, ist klar. Salz. Noch mehr Salz. Salt. Ganz schön salzhaltig der Boden. Ja, aber ein Brüller. Aluminium und noch mehr Eisen. Sehr gut. Gefällt mir. Es gefällt. Gravel brauchen wir auch noch, das weiß ich jetzt schon. Weil ich denke mal, irgendwann wird auf jeden Fall der Pulverweiser kommen, wenn wir den Generator gebaut haben. Oder das ist wirklich erstmal nur so eine Energy-Dingen. Aber das werden wir ja dann sehen. Hier ist noch ein bisschen Aluminium, das nehmen wir natürlich auch mit. Wenn es denn mal schon in der Wand hängt. So. Und weiter geht's. Gravel. Flint. Gravel brauchen wir so. Und das ist viel Gravel, das ist schon mal sehr gut. Das brauchen wir sowieso noch für Tinkers Construct. Weil die Quest wird auch definitiv hier drin sein. Da kann man sehr stark von ausgehen. So, die Kohle lassen wir mal erst. Die können wir immer noch mitnehmen. Denn ich will erstmal auf Redstone-Höhe. So, noch mehr Kohle. Kohle ist hier echt viel, ey. Das ist echt geil. Und da ist unsere Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, wir haben ja noch die Eisenspitzhacke. Kupfer nehmen wir auch mit. Natürlich. Nur eins. Das war frech. Silber. Silber und LED. Oh. Und noch mehr Eisen. Schönes Ding. Dann wollen wir direkt mal alles abbauen hier. LED, Silber. Dense Kohle. Eisen nehmen wir natürlich auch mit. So. Da ist direkt Gold. Mein Gott, er lohnt sich ja richtig hier. Ach, wir sind schon auf 16. Mein Gott. Boah. Jawohl. Und Peridot auch direkt mit. Und Redstone. Mein Gott, haben wir ein Glück. Gibt's ja gar nicht. Haha. Aber schon Redstone. Cool. Cool. Wo war jetzt unser... Da. So, ich möchte aber noch ein bisschen weiter runter. So, erstmal wieder alles zumachen hier. So ein bisschen. So. Auf 10 möchte ich gerne. Weil Diamanthöhe und so. Und da haben wir nämlich schon direkt Diamanten. Ist ja geil. Und noch mehr Gold. Kleiner Ruckler. Und da ist nur Eisen. Warte, das ist nur ein Diamant. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
scheinbar aber schon. Das ist aber frech. Das ist aber frech. Okay. Da ist ja nur ein Diamant gewesen, auch gut. Dann ist das so. So, wir sind hier auf 10 jetzt. So wie wir es wollen. Da haben wir noch Eisen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Da ist noch LED. Und Silber. Und Kohle ohne Ende. Also hier, entweder meine ich oder. Entweder meine ich das nur oder hier sind extrem. Was ist das denn? Chimarit? Okay. Lost Map. Aha. Hier sind extrem viele Erze. Aua, aua. Muss ich sagen. Hier sind extrem viele Erze in der Wände. Aber dann muss ich mich beschweren? Nein, das ist alles gut. Alles cool. Alles easy. Umso schneller sind wir. Mit unseren Sachen. So. Haben wir auch mal eine Fackel hin. So. Was war das? Noch mehr Silber. Mein Gott. Noch mehr. LED auch noch wieder da oben. Krass, krass, krass. Egal. Gehen wir erstmal in die Richtung. Einfach mal ein bisschen. Aber wir brauchen ja noch ein bisschen Redstone. Zum Beispiel. Das ist schon wieder dieses Chimerit. Ach, diese sind das. Ah, Asmagica ist das. Ah, cool. Okay, nehmen wir direkt mal mit. Sehr schön. So. Ups. Nehmen wir natürlich auch mit. Das Geschlunse hier. Soundcraft. So. Kann ich damit Eisen? Ja. Eisenspitzhacke geht. Sehr schön. Da ist noch Aluminium in der Decke. Nehmen wir auch noch mit. So. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen Redstone finden würden. Deswegen buddeln wir uns einfach mal ein bisschen weiter. Und da haben wir Redstone und Diamanten schon wieder. Sehr geil. Redstone brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Und Diamanten. Diamanten. Noch mehr Diamanten. Boah, sogar ein Dens. 7 Stück. Wow. Geile Sache. Jawollingen. Und nochmal Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ist auch gut. Weil da ja die Spitzhacke auch gleich kaputt ist. Da haben wir noch ein bisschen Chimerit. Cinnabar, Gold. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Da sind schon wieder Diamanten. Mein Gott. Können wir jetzt ja gleich eine Diaspitzhacke schon machen. Geile Sache. Und da ist er kaputt. Und 14 Diamanten. Mein Gott. Ah, da war eine schöne Ausbeute. Doch, muss ich sagen. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. So, jetzt hopst du mal wieder hoch. Das wird natürlich auch noch ein vernünftiger Minenabstieg. Natürlich. Hat sich auf jeden Fall richtig gut gelohnt hier. Wir haben richtig, richtig viel Stuff jetzt da rausgeholt aus dem Boden. Aber leider nur ein Kupfer. Das ist natürlich doch blöde. Aber egal. Finden wir schon noch. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So. Da sind wir wieder oben. Dann können wir uns ja die nächsten Sachen
nehmen. Boah. Richtig viel Stuff, ey. Das war richtig, richtig gut darunter, da unten. So, das heißt, wir brauchen den Survivalist-Generator, habe ich gesagt, ne? Generator. Survivalist. Da brauchen wir zwei Redstone-Pisten. Ja, ein Furnace, zwei Eisen. Das heißt, wir brauchen drei Eisen insgesamt. Was nicht das Problem ist. Ups. Drei Eisen brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Kobbel, ein bisschen Holz. Ein bisschen Redstone. Wir brauchen ein Furnace, habe ich gesagt. Jo, ein Pisten. Ansonsten nur Kobbel, ne? Mehr brauchen wir nicht. Ein Pisten brauchen wir auf jeden Fall. Können wir das mal schon mal bauen? Haben wir. So, dann können wir das Ding eigentlich schon bauen. Zack, fertig. Quest erledigt. Zack ich. Claim. Faster Power. Ach, das ist nur für Energie machen. Ah, okay. Ah, ja. Farmer, das ist Planter Harvester. Okay. Da ist ja wieder die Wrench. Ne, da ist der Grindstone erst. Okay. Das heißt, wir sollten uns vielleicht nochmal drei Eisen einschmelzen. Damit wir ein Dingens machen können. Ein Eimer. Oh, eine Good Bag sogar schon. Cool. Gucken wir mal. Wow. Ein Fleisch. Ich bin begeistert. Ja, immer besser als nix eigentlich. Weil wir haben ein Seed. Einen einzigen. Das ist ja eine wahre Pracht. Muss man ja sagen. Ach, eine Hoe brauchen wir ja auch noch, ne? Brauchen sowieso noch Holz. Ein bisschen Gehölz. So, danke. Ein Eimer. So. Du kannst mal das noch braten. Dann gucken wir mal kurz hier raus. Ich würde ja fast sagen, wir machen hier ungefähr irgendwo hier erstmal eine unendliche Quelle. Weil keine Lust hier 30 Mal immer hoch und runter zu latschen. So. Einmal. Und zweimal. So. Und jetzt machen wir hier mal ein Fältchen hin. Geil wäre, wenn wir noch ein Ziel kriegen würden, ne? Vielleicht so. Ich wäre euch sehr verbunden, ne? Kriegen wir aber irgendwie nicht. Komisch, komische Sache das. Egal, müssen wir mit einem Seed erstmal auskommen. Kriegen wir auch hin. So, wir bauen hier einfach mal ein Loch rein und dann machen wir da ein Wasser rein und dann können wir mal loslegen. So. Ein Seed. Bisschen Baumehl drauf vielleicht. Boah, das ist ja mal ein Hammer. Kriegen wir vielleicht noch irgendwo vielleicht ein Seed mit raus oder zwei. Vielleicht so. Was ist denn? Achso. Ich würde das ja sowas von feiern, wenn wir das kriegen würden. Nein, kriegen wir nicht. So wie es aussieht. Schade. Oder das wurde ausgestellt. Das kann natürlich auch sein. Au, hey. Hau ab. Kackpflanze. Nö, egal. Dann müssen wir halt warten, bis das hier gewachsen ist. Und gut ist. So, wir stellen mal noch eine Fackel dahin. Ich bin sowieso dafür, hier mal Fackel hinzustellen. Was? Mein Gott.
Irgendwann sterbe ich noch an den Dingern. Ups, ein zu viel. Egal. Gut. Gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal an die Wrench machen. Aber das Problem ist halt, Wrench ist wirklich Kupfer, das Problem. Denn wir brauchen dafür Bronze. Schade, haben wir nicht da drin, ne? Wo die Höhen anzeigen, wo was ist. Gut, dann machen wir halt erstmal so weiter. Was können wir hier? Das ist auf jeden Fall dieser Stirling Generator, das ist klar. Die Basic Capacitor Bank. Maschinen Chassis, Leadstone Cell. Planter Harvester, da brauchen wir sowieso. Ach, der Architect Table. Cool, den gibt's hier. Der ist nicht schlecht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber gut. Wrench. Zombie killen und Skeleton killen, ist klar. Die Tables könnten wir machen, genau. Die Tables. Die können wir auch machen. Warte. Mach mal so. Nein, mach mal mehr. So, schon mal hier so ein paar Dinger. So, dann machen wir einmal das Dingen. Wir brauchen einmal das Dingen. Wir brauchen einmal das Dingen. Und wir brauchen einmal das Dingen. So, Quest fertig. Danke. Hä? Partbuilder, Stencil Table? Was haben wir denn hier? Partbuilder, Stencil Table. Habe ich doch gebaut. Okay. Warum macht der das nicht? Jetzt vielleicht? Ne? Verstehe ich jetzt nicht. Es ist gerade dunkel. Und du? Okay. Irgendwie hat er jetzt was nicht. Was ist ein Stencil Table? Ist das der gewesen? So, hat er den jetzt? Ne. Warum kriege ich den nicht? Stencil Table. Warum macht er denn nicht? Verstehe ich jetzt aber nicht. Oder musst du jetzt extra den hier machen? Mit dem Oakwood. Weil ich habe jetzt den gemacht. Das ist ja mit dem Oakwood, ne? Gibt es doch bei Partbilder auch? Ja. Da sind auch verschiedene. Ja, ja. Da machen wir dann halt so. Stimmt. Das ist dieser dunkle, der hier, ne? Boah. Ist da nicht so ein Oak da? Gucken wir mal. Na? Ruhe. Ruhe, sage ich. Danke. Ach, Greatwood ist das. Haben wir irgendwo vielleicht normalen Oakwood rumstehen? Vielleicht so. Zufällig. Gucken wir einfach mal. Was ist das da? Was ist das für einer? Ach, eine Dryade. Ey, normalen Oakwood? Vielleicht? Scheiße, ich habe Enderman angeguckt. Uncool. Schnell weg. Der tötet mich jetzt sowieso. Das weiß ich jetzt schon. Oh oh. Schnell nach Hause. Der stirbt an den Dingens.
My friend. Wieso nur? Hehe. Stümper. Kannst auch nix. So, schnell wieder rein hier. Nix kann er. Nix kann er. Der alte Enderman. Oder Fleisch hat sich auf, ne? Eine Ware gebracht. Ach, jetzt müssen wir noch warten, bis das hell wird, ey. Das ist ja doof. Das hat nicht zählt. Ja gut, dann ist das so. Was sollen wir jetzt irgendwie machen? Die können wir auch noch nicht machen. Meh. Doofe Sache das. Ich mach jetzt erstmal ein Steinschwert. So. So. Komm doch. Ja, komm. Kackspinne, so. Ah, Pneumatik-Kraft ist hier auch drauf, okay. Wusste ich gar nicht. Da ist eine Wizard Cat. Hau ab. Die Drecksviecher überhaupt. Was ist das? Hau ab! Du auch. Danke. Au. Boah, die scheiß Pflanzen, ne? Was? Sterbe. Falsch, ich werde jetzt sterben. Schnell weg. Oh nein, Zombie. Weg mit dir. Da unten sind sie also in der Bucht am versammelt. Auch nicht schlecht. Oh, die Folge ist schon wieder längst vorbei. Ups. Ich glaube, die sollten wir dann mal jetzt beenden. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Ultimate Quest Pack. Tschüssingen.